war after the Vice got her. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think, Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Any central unit, any central unit. A 459 with possible suspects inside at 829 South Olive. Unit to handle code 2 identifying. Nein, das machen wir jetzt nicht. Da habe ich auch gerade mal eben den da unten gelesen und dementsprechend wir nicht beim Fahren aufgepasst. So, die lenken sich so ganz anders als die Wagen, die ich in letzter Zeit so in Computerspielen gefahren bin. Okay, und das wäre hier ganz schön weit weg eigentlich für die Stammkneipe. Na gut. Bin ich mal gespannt, wie die Frau reagiert. Ich bin echt, echt ein bisschen am Zweifeln, was die damit zu tun hat. Hier ist auch Post drin, aber können wir uns nicht angucken. Da ist ein Besen. Und wir klopfen aber erstmal an. Ich wollte eigentlich den Besen begutachten. Guten Tag. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Na, die reagiert aber wirklich ein bisschen seltsam. Mhm. Kann man die Tür wieder zumachen oder? Na, wir lassen sie einfach mal auf. Hier sieht's aber nicht so schön aus. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I... Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Das ist ja mal abgefahren. So, Fahrerflucht. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Das glaube ich nicht. You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. If you think you can prove that, I suggest you arrest me now. Jetzt habe ich den Namen leider vergessen des Dingens. Aber hier, das wäre doch mal voll der Beweis. Verdammt. You were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Ja, diese Verhöre sind ein bisschen komisch. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Ich will es jetzt nicht komplett verkacken. Deswegen würde ich gerne einfach mal die Intuition hier einsetzen. Wir haben davon ja, glaube ich, relativ viele. So. Ja, das ist hier, glaube ich, noch relativ eindeutig. Like I said, Lester was a great guy when he was winning. A really sunny, bright guy. Trouble was, he hardly ever won. And when he lost, he was an evil son of a bitch. We're leaving, Lorna. Oh, auch falsch. Alter. We'll be keeping an eye on you. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce.
Das habe ich aber ordentlich verkackt, aber ich verstehe das manchmal nicht, weil eigentlich, ich meine, sie hat nur gesagt, sie streiten sich oft und kann doch die Wahrheit sein. Also definitiv ist es die Wahrheit, weil wenn man so den Barkeepern und so weiter glaubt, dann war das alles so. Finde ich ein bisschen doof, manchmal. I'm out of here, Lorna. I got a business to run. So, was meint er jetzt? Think Mal is done with the autopsy? Better call it in and check, Phelps. Between the driver and the widow, I say we start dealing with the facts. So, jetzt sind wir mal eben zum Briefkasten quasi gefahren. So, dann rufen wir da mal eben an. Hallo. Mal gucken, was die so zu sagen haben. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks, ma'am. Jo, dann fahren wir da mal hin. Denke ich, ist eine gute Sache. Ah, ärgert mich gerade echt, dass ich da so verhauen habe. Echt ein bisschen doof. So, dann wollen wir da mal ins Leichenschauhaus fahren. Dann mal los! Boah, die Wagen fahren sich so komisch. Ich spiele gerade Saints Row nebenbei, so privat. Und da fahren sich die alle ganz anders. So. Ups. Ja, ja, wollen wir nicht, danke. Ich könnte gut bei Alarm für Cobra 11 mitmachen, glaube ich. Vielleicht sollte ich das mal let's playen. Weil da kann man ja Autos kaputt fahren. Alter. Oh, unbelievable. Ja, mein Fahrstil ist berauschend. Ui. Moment. Hier, da lang. Jesus, Cole! Tja, beim nächsten Mal fährst besser du. Okay, da sind wir gleich. So, angekommen. Leichenschauhaus. Das schönste Haus der Welt. So, dann spazieren wir da mal rein. Guten Tag. Ich tippe mal, ich muss da rein. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. We need to hit Ray's one more time and trawl for evidence. Mister, a man like you always loses a battle of wits. So, dann aber erstmal schnell das Messer suchen. Wird schon wieder hell. Hoffentlich ist das Messer überhaupt noch da. Nicht, dass der Täter schon da war und sich das geschnappelt hat. So, dann einmal zack. Und da hinten. Und da hinten. Hoffentlich ist das jetzt nicht so super weit weg. Ach komm. Alle stehen sie immer im Weg. So. Ich erinnere mich auch dran, wir haben letztes Mal noch einen Anzug freigeschaltet. All units of 459 just occurred in 6th and Saris. Any unit to handle, code 2 identified. Warum bremst er dann? Warum fährt er nicht einfach weiter über die Kreuzung? Was? Halte X, um einen. Na egal.
Ich scheiße jetzt gerade mal auf Erfolge und sowas alles. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. So, hier war es gleich irgendwo. Achso, ich hätte da runterfahren können. Egal. Fahren wir hier rein. Mip, mip. Und Kurve. Hui. So, die haben ja inzwischen schon alles abgebaut, wie es aussieht. So, gucken wir mal eben, ob es jetzt geht. Hier wollte ich nämlich vorhin ja schon reingucken, aber es ging nicht. Nein. So, und dann schauen wir uns hier mal eben ein bisschen um. Das hier sieht doch danach aus. Aha! Das hätte ich auch eher finden können, wahrscheinlich. I'm sure Carruthers will confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. See him explain his way out of this. Oh, Moment. Ich wollte es mir nochmal genauer angucken. Hallo. Ich habe die falsche Maustaste gedrückt. Da kann ich mir das nicht nochmal angucken. Ah, da. Ach komm. Ja, so. So, Star Bright Küchenmesser aus Edelstahl, Blutfisch mit der Klinge. Name blutiges Messer. Schöner Name. Und jetzt ist es weg. Scheiße. Dann gehen wir nochmal ganz kurz ins Café rein und gucken mal, was die dazu so sagen. Ah, na, wer steht denn da? Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. What the fuck? Go! I'll bring the car around and head him off. Warum schießen denn immer alle auf uns? It's too late, Sabo. Gosh, der Typ ist aber fix, ey. Und den darf ich wieder nicht ins Bein schießen. Sabo, stop or I will shoot. Warum ist der so fix? Der war doch, bevor wir bei der Treppe waren, war er noch kurz vor mir. Weiter, nicht stehen bleiben. What the fuck, der schießt einfach mit so einer fetten Schroti auf uns. Was? Alter, Arschloch. Ja, Überraschung. Ich glaube, der wird mitkommen. Go! I'll bring the car around and head him off. Wo war das denn da? Boah, ich würde so gerne auf den schießen, aber ich darf bestimmt wieder nicht. Lauf! Also, du da. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Charakter eigentlich heißt. Hab ich schon wieder vergessen. Boah, ich kann mir Namen in letzter Zeit auch so super schlecht merken. Merke ich immer wieder. Call heißt er. Okay. Merke ich mir dann vielleicht mal. Oder schreib's mir auf. So, jetzt aber erstmal hier konzentrieren. Jetzt kommt nämlich die kritische Stelle. Wow. Hallo? Hallo? Was zur Hölle? Was musste ich denn nochmal drücken, um den festzunehmen? Trolloloi? Was? Oh, da muss ich mir das jetzt schon wieder angucken. Ich hasse sowas.
for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Go! I'll bring the car around and head him off. So, jetzt aber hoch. It's too late, Sabo. Ja, lieber nicht. Aber jetzt habe ich den gerade so geil da umrundet und mich festgenommen. Ich weiß aber auch echt nicht mehr, welche Taste das war. Vielleicht Leertaste? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Könnt ihr noch einfach erschießen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig. Alter. Also, ich kann ihn einfach nicht festnehmen. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Okay, ich muss ihn erschießen, tatsächlich. Ich hätte ihn doch fangen können. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Have patrol pick up Mrs. Patterson. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Oh, das war jetzt der Fall? Gut, den habe ich aber schlecht gelöst. Aber ich habe nur zwei Hinweise nicht gefunden. Finde ich gar nicht so schlecht. So, Lester wurde zwar nicht mit vom Auto getötet, aber der Fahrer ist eine Anklage wegen Fahrerflucht entgangen. Ja. Blöd gelaufen, ne?